Weiter geht's zu einem zweiten spontanen Stream. Age of Wonders Diplomacy with the Dragons. Ja, ich habe ja schon ein bisschen angefangen. Ich habe dieses Spiel wiederentdeckt und habe mir gedacht, wow, wenn du das hier auf dem meinem System hier zum Laufen kriegst, wunderbar. Und ich habe es ja schon jahrelang nicht mehr gespielt. Deswegen habe ich in der ersten Folge erstmal mich ein bisschen schlau gemacht, wie das hier Ganze funktioniert. Ist ein bisschen laut, aber das können wir ja ein bisschen niedriger machen, finde ich, oder? Gehen wir mal eben auf die Einstellungen, machen wir das Ganze mal ein bisschen anders. Ja, vom Sound her finde ich es auch ein bisschen zu laut. Machen wir ein bisschen die Musik weniger. Und hier ein bisschen weniger Sound. Hier haben wir 4 Musiken. Ach, da machen wir noch ein bisschen was dazu. Nicht immer die gleichen Musiken im Hintergrund läuft. Machen wir noch 2 dazu. So. Das müsste dann angenehmer sein. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Gruft entdeckt. Wir könnten ja mal noch hier die beiden aufteilen. Wen haben wir denn? Pikemänner. Okay, nehmen wir dich mal. Kommst du noch hier rüber? Ja. So, und ja, okay, dann haben wir noch den Kämpfer hier. Dann haben wir die 8er Gruppe voll.
Gut, unseren Herold Magie. Kann ich ja eben mal gucken, was ich hier habe. Drei Winde des Zorns sind gerade in der Forschung. Schön. Aber was wir schon bekommen haben, ist. Jetzt gehe ich mal drauf. Wir haben ja hier die Zaubergeschichten. Frosch herbeirufen. Vogelperspektive, großen Adler herbeirufen und Gruppe schnell verlegen. Das sind die, die wir schon studiert haben. Ich möchte doch ganz gerne einen großen Adler herbeirufen. Das heißt, er kann bis zu 40 Einheiten über das Land fliegen und sozusagen noch ein bisschen mehr sehen als die Truppen, was sehen können. Ja, die Orks, die gehen über den Teleporter einfach so schwuppdiwupp weg. Ja, sowas gibt's auch. Aha. Okay, wir haben unseren großen Adler. Der hat sich jetzt hier zum Beispiel materialisiert. Wenn wir den mal hier erstmal so in Richtung Wald schicken. Aha. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Werft. Die werden wir erstmal einnehmen. Das gibt schließlich noch mehr Geld. Einnahmequelle. Reichst du denn schon bis zu dem Turm hier hin? Nein, noch nicht. Das machen wir in der nächsten Runde. Jetzt gab es irgendwo so einen neutralen Held, den man hier irgendwo noch bekämpfen konnte. Der, da ist er, da ist er, da ist er. Ach du liebes bisschen. Gucken, was hat er für eine Stufe? Hat Stufe 4. Zauber 1, Angriff, Bogenschießen, Gehen, Verbergen, Waldwesen. Ah ja, das heißt, er kann ganz bequem durch den Wald fetzen. Und ich hier mit meinem paar Peoples, das sind Bogenschützen. Ja, dann machen wir doch Folgendes. Wenn er hier ankommt, sollten wir eigentlich mal ihn mal hier als Störenfried eliminieren. Gucken wir uns das an. Wir machen es natürlich wie immer taktisch, automatisch. Den Computer das machen zu lassen, das finde ich nicht so gerade perfekt. Okay, oh, du bist schon hier. So ist denn der? Ach, der ist noch von der letzten Pestwolke vergiftet worden. Schauen wir mal. Hier haben wir einen Bogenschützen. Die setzen wir mal hier hin. Noch einen Bogenschützer. Hier hin und du hier hin. So, da du schon Zauber hast, will ich wissen, ob du dann schon jetzt den Zauber wirken kannst. Nein, kann er noch nicht. Er hat uns noch nicht entdeckt. Ja, dann werden wir den Verletzten mal hier ein bisschen weiter vorziehen. Gucken wir jetzt. Ja, jetzt kommt er. Aber auch nur mal. Okay, der ist jetzt kaputt, Nick. Das heißt, wir werden erstmal hier. Anschießen. Das hat aber nicht so gut geklappt. Was hat der denn hier für einen Schutz? Drei und wieder. Ja, okay. Angriffskraft auch 3. Schwächen dann erstmal hier mit. Okay, dann muss ich den hier noch den Pikemann machen. Angriff, erster Angriff. Ja, okay, das kann der erste Angriff als erstes angreifen. Gut. Okay. Jetzt ist der Gegner dran. Der kann auch Bogen schießen. Gucken, ob wir den dann auch mal Bogen schießen lassen. Ja, jetzt ist er hin. Ein bisschen Verlust haben wir. Kein Problem. Kannst du noch gehen? Okay, gehen wir hier wieder zurück zur Gruppe. Der hat hier eine Auszeichnung bekommen. Wunderbar. Oh hier, minus 1 Mana. Das liegt daran, dass der Vogel nämlich meine Mana-Quelle ein bisschen angreift. Da muss ich aufpassen, dass mein Mana nicht in den Minusbereich geht. Deswegen gehen wir unter Magie in die Kraftverteilung nochmal. Und, werden wir ein bisschen weniger in die Forschung reingehen. So, jetzt haben wir hier mal 4 Plus. Das geht jetzt hier in den grünen Bereich rein. Zippidippi, nur noch 8. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht... Hier muss ich irgendwie was tun, damit meine Grobtruppen da unten von den Roten nicht angegriffen werden. Okay, bam, bam, bam.
Also ich muss mich hier unbedingt hier vergrößern. Besten Bogenschütze. Was können wir denn noch? Die Bogenschützen sind immer am besten. So. Wunderbar. Dann haben wir hier. Was haben wir hier? Hier haben wir auch Bogenschützen. Produziert Waren. Das ist okay. Dann werden wir auch mal hier in diese Richtung vorauseilen. Gut, hier müssen wir aufpassen, nicht dass hier irgendwas anlandet. Wobei die Werft ja von mir da schon ist. Und ich könnte das Ding schon produzieren. Kostet 212. So viel habe ich nicht. Wolfsreiter. Ja, da wollte ich mal hin, und zwar zur Gruft. Mal gucken, ob die mitgenommen werden. Ich speichere mal ab. Dann können wir ja nämlich nach unten eventuell was finden in der Gruft. Ja, sind alle mitgekommen? Suppi. Nee, sind nur 8 da. Die andere Gruppe ist nicht drin. Schade. Dann werden wir mal hier ein bisschen vorscouten. Okay, weiter. Du kannst aber noch mehr. Hier mal diesen Eingang angucken und die restlichen geht's hier vorne hin. Okay. Okidoki. Man weiß ja nicht, was um die Ecke lauert hier. Ganz fatal. So, jetzt machen wir den anderen, die lassen wir mal in die Richtung fliegen. So, du kannst nicht mehr weiter. Du kannst doch noch hier 8 Einheiten, also. Dann schickt man den Pinguin auch in die Richtung. Bisschen eng das Ganze. Okay, abschließen. Aha. Ui. Da werden wir schon angegriffen. Das ist übelst. Was hat mich denn hier oben angegriffen? Untote Geister. Oh, Feuerimmunität, Kälteimmunität, Giftimmunität. Was haben wir denn hier noch über? Ist nur noch einer da. Hat er mein Dings? Einfach weg. Ja, die sind zu. Die Geister, die untoten Geister sind viel zu. Viel zu stark. So, da werden wir dich mal hier mal gucken. Ja, das geht. Schamane kann zaubern, das ist genau richtig so. Ja, dann würde ich sagen, dass wir das Ganze doch mal hier in die
untere Richtung lenken. In der nächsten Runde. Ach, da oben er. Haha, ja, war klar, dass du da oben hinkommst. Ah, wen haben wir denn hier? Das ist sogar ein. Das ist sogar ein Geistlicher. Ein Schamane, den ich habe. Mal aufpassen, dass wir den da nicht in die Bredouille schicken. Da kann ich, ich kann nicht an denen vorbei. Das ist doof. Ich kann leider nicht vorbeirücken. Aber. Wir gucken wir doch mal hier. Was dann passiert in der nächsten Runde? Untote Geister. Okay, dann pass mal auf. Was können wir mit unserem Schamanen machen? Untote vernichten? Ja, dann machen wir das doch mal. Oh. Übel. Tja, mit Bogenschießen dürfen wir nicht dahin kommen. Oder? Nee, 100% wahrscheinlich, dass er da die Mauer trifft. Also, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr Bogen schießen, weil ich gelaufen bin. Ja, das ist natürlich doof. Ja, dann muss ich die Runde mal beenden. Ark. Mist. Mein Schaman nicht verlieren. Doch, jetzt habe ich ihn verloren, weil er noch eine Parade macht. Oh, das ist nicht zu fassen. Okay. Ja, toll. Oh, ich Doofkopf. Der Typ hat ja natürlich Moment mal. Frostblitze? Was heißt das? Kälteimmunität. Todesimmunität. Ach, ja, natürlich. Logisch. Das heißt, ich kann sie nur so angreifen. Okay, dann haust du mal hier ab. Den packen wir hier hin. Dich packen wir mal hier hin. Und du kannst auch noch mal hier hin. Oder geht's hier hin? Du kannst nicht mehr. Schade, okay. Oh! Da haben wir Glück gehabt, da haben wir Glück gehabt, da haben wir Glück gehabt. Also Bogenschießen nützt hier nichts. Das geht ja durch ihn durch. Hören wir mal hier. Flüchten. So, Heilkunst, dann werden wir ihn mal heilen hier. Nichts machen. Ah. So. Was kann ich denn trotzdem machen? Geht das vielleicht doch? Ne, er muss ja dahin, das ist doof. Magie zerstreuen. Ne, das kann man bei dem nicht machen. Ja, da muss ich meine todesmutigen Todespinguine einsetzen. Nicht in die Gruft gehen sollen. Echt nicht. Kaputt. Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, Magie zerstreuen geht nicht. Okay. Bogenschießen. Probiere ich trotzdem mal. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich werde jetzt hier völlig versagen in der Gruft. Ja, natürlich. Das ist echt übelst. Aber dafür habe ich dann mehr Einkommen. Weil die brauchen ja alle. Die brauchen ja alle Kohle, damit sie überleben können. Ja, toll. Kann
Kann ich alles haken? Kann ich alles super haken? Oh, jetzt schicke ich dich auch noch mal in den. Ne, wieder nicht. Ja. Okay. Blöd gelaufen. Ja. Na, dann machen wir den Rest automatisch. Was soll's? Ja, hat leider nicht geklappt. Hier sind die beiden noch. Die lasse ich aber trotzdem mal vor Ort. Oder. Warte mal, ich hole mal den Pikemann raus und dann können wir hier die eventuell die Mühle einnehmen, damit wir mehr Einkommen haben. Yep. So, nächste Runde. Den Turm ein. Genau, jetzt können wir ein bisschen mehr gucken, was hier los ist. So, hier haben wir ein kleines Elflingsdorf. Da könnten wir uns eigentlich darauf konzentrieren, dass wir dort mal angreifen. Da muss ich erstmal ein paar Truppen zusammensetzen. Gehen wir mal hier hin. Und produzieren mal ein bisschen was. In der Nähe haben wir noch die Bäten. Jetzt bin ich mal übergespannt. Vielleicht erkläre ich doch den Orks den Krieg. Ah, Moment mal, das machen wir anders. Bereiten wir uns erstmal besser vor. Wenn hier sind wir drei, das sind zwei Leute, das sind Pike-Männer und einen vergifteten Wolfsreiter. Nicht gerade praktisch. Dann, ja, dann ziehen wir den hier hin. Na toll, jetzt bieten uns die Elfen auch noch ein Friedensangebot an. Macht der sinnlosen Gewalt gegen uns ein Ende. Schließt euch dem Volk der Elfen in Frieden an. Akzeptieren wir zunächst mal. So Winde des Zorns sind erforscht. Dann gehen wir mal gucken, was wir jetzt noch weiter erforschen können. Heile Heilwasser, heilige Wälder, Geysir. Kältehauch, Trennung, Strudel, Wasser gefrieren, über Wasser gehen, Heldenbeschwörung, Schockwelle. Ach so, okay. Tornado, oh, das ist ganz lustig. Tornado kann ich mir. Oh, dauert 6 Runden. Warum jetzt? Kraftverteilung 10,50. Mana habe ich immer 4. Okay. Ja, dann gucken wir mal, wie
weit unser Vogel fliegen kann. Am besten am Fluss entlang. Falls da was ist. Ah, hier ist ein neutraler Reiter. Okidoki. Ja. Nochmal hier hin. Okay. Du produzierst. Gibt es noch einen Frostling Bogenschützen? Das war da. Hier noch welche. Hier und da unten sind ja die Elfen hier. Die waren zuerst mit mir im Krieg, jetzt wollen sie Frieden. Ja, Krieg und Frieden. Peter Tolstoi oder was? Jetzt. Kohle haben wir denn da nicht viel. Ich muss zusehen, dass ich die Orks besiege. Das mache ich auch jetzt. Erstmal eine Gruppe formieren. Es sind ja hier nur zwei. Aber dann kriegen die unten das mit. Hier sind ja nämlich auch noch welche. Von dem Teleporter zu dem Teleporter. Ah, das ist übel. Ah, das ist übel, das ist übel, das ist übel. Ja, dann können wir mal hier runter 14. Und hier ein bisschen was. Ja, hier produziert sich da schon was. So, wer kann hier noch latschen? Na ja. Kannst du noch was machen? Nein. Okay, dann kann ich ja eigentlich hier mit der großen Truppe nachher so richtig. Jo. In die Front gehen. Okay, hier gibt es nicht mehr. Moment. Teilen wir mal auf. Alles klar. Gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, toll. Jetzt machen wir die Orks in den Krieg. Das war mein Plan. Supi. Hallo, nein, du sollst hier mit rein. Okay. Lustig. Stop. Was haben wir denn hier für eine Truppe? Ein Bogenschützen und so ein. Wer ist das? Ein Zwerg-Axtschwinger. Ach, das sind die Zwerge, okay. Ja, wir sollten uns erstmal auf die Orks konzentrieren. Hier haben wir zwei, ja. So, und? Was haben die eingesetzt? Eine Pestilenzwolke. Ich finde das nicht gut von euch Orks, aber ich habe euch schon von Anfang an nie getraut. Deswegen. Hä? Kein Kriegszustand mit den Orks? Wer hatte mir denn den Krieg angeboten? Hä? Ach, die Elfen! Dann habe ich mich wieder völlig vertan. Nee. Hä? Check ich das selber nicht. Ja, es ist lange her, dass ich das gespielt habe, aber auf jeden Fall, die Orks sind hier. Die wollten ja hier, ne? Steht ja da. Thank you.
kurz gucken. Komme ich noch gar nicht ran. Die beiden sind natürlich. Oh ja. Wer könnte mir da noch helfen? Okay, machen wir mal weiter. Ach. Der Krieg geht gar nicht gegen mich, sehe ich gerade. Oh, wir kriegen einen Frosch. Das ist schön, ein Froschreiter. Weil jetzt habe ich das auch kapiert. Moment mal, taucht in Kelek auf und bietet sich für 94 Gold an. Habe ich. Akzeptieren wir. Haben wir jetzt. So, ist da oben. Dann, das finde ich gut. Was hast du denn eigentlich für Fähigkeiten? Level 1. Oh, schwimmen. Moral gut. Aber dafür hat er auch andere schöne Sphären drin. Gut. Mit denen sind wir nicht im Krieg. Was ich eben gemeint habe, ist, hier die Orks befinden sich im Krieg mit den Elfen. Das nochmal zur Richtigstellung. Stimmt ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier die angreifen würde, kriegen wir die Meldung, kein Kriegszustand mit den Orks. Gut. Bum, 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 bum. Was könnte denn eigentlich unser Level 1 Held denn machen? Er könnte mal hier in die Richtung gehen. Ach, hier haben wir Neutralen. Aber habe ich denn genug Truppen, um den Neutralen zu killen? Ach, das ist hier so ein... Da diesen Zwerg. So, gehen wir hier hin. Hier wieder ein Verlies. So, hier haben wir ja keinen Kriegszustand. Aber scouten wir mal mit dem Vögelchen ein bisschen weiter und gucken mal weiter, ob wir das hinkriegen. Am besten hier hin. Ah ja, oha. Hier ist eine riesige Truppe. Die ist wohl abgewandert, ne? So wie das aussieht. Aha. Mhm. Okay. Wollen wir die auf die Ketten gehen? Gehen den jetzt mal auf die Ketten. Ah, ist auch nicht ganz so weit. Dass wenn die den Krieg erklären und die noch hier um die Ecke gegangen sind, dann bin ich gut vorbereitet. Okay, hier können wir nicht mehr weiter. Ne, da ist ein Zweischritt-Typ drin. Ja, weiter geht's. Ja, da haben wir ihn hier. Den kriegen wir zu zweit nicht weg. Das geht nicht. Bist du nur am Produzieren? Bogenschütze. Machen wir noch mal einen. Moment mal. Installieren wir ihn mal. Dann haben wir in jedem Gebäude auf jeden Fall einen Heiler. Einen Heiler drin. Genau. So. Richtung. Das ist die Tributengeschichte. Pestilenzwolke. Nicht gut. Müssen wir die Richtung mal ändern. Und du könntest gefährlich werden, wenn du da in die Pestilenzwolke hinein ballerst.
ist nicht gut. Also weg von der Pestilenzwolke. So. Wir haben ja keinen Kriegszustand. Ja, wir wollen das Ganze noch mal ein bisschen hier verbessern. Wir müssen erstmal hier das Ganze belagern. Hier ist noch einer. Hier sind Zweier. Okay, na, fliegen wir mal in die Richtung. Ist klar, können wir noch weiter. Ja, noch einen Tucken weiter. Noch eine Windmolen. So, einsamer Reiter kann noch was. Hier, mal hier hinzufügen. Das ist eine Viererstadt, das ist gut. Aber das Blöde ist, ich habe keine Triboke. Also nichts, wo ich rammen kann. Das ist dull. Deswegen müsste ich zusehen, dass ich die hier... Moment mal, da komme ich nicht lang. Super geil, da muss ich hier rum. Die muss dann in die Richtung. Haben wir uns vorgemerkt. Weiter geht's. Toll. Das ist ja gemein, ne? Super gemein. Ach, das ist ja nur der eine. Okay, ein anderer ist es ja nicht. Ja, der ist ja schön bescheuert, ne? Also wer ist denn das hier? Das ist Tandor. Oder Tandar oder Tan. Ja, keiner Zauber 1. Er kann nur einmal zaubern. Die empfindlichsten Geschichten sind die hier. Ne? Das sind hier die. Triboken. Er hat angefangen, ich darf noch gar nicht anfangen. Ich kann nur hier Bogen schießen. Ich treffe nichts. Alter, was hat denn der für einen Schirm? 6. Menno, Menno. Da komm ich nicht hin. Okay, dann zieh dich mal zurück. So, und wieso könnte ich hier nicht... Ach, das ist eine Baumaschine. Das sind keine Triboken. Das ist eine blöde Baumaschine. Miki, Kacke. Zum Städte wieder aufbauen. Jetzt sehe ich das. Wenn die zerstört worden sind. Ja, da habe ich ja wieder Mist gebaut. Tja. Ach ja, muss ich mich wieder reinlernen. Oh, kaputt. Soll ich nur 2 Bogenschützen? Null Angriff. Null Schaden. So. Die kann ich nicht mehr retten. Also automatisch. Shit. Was ist denn hier passiert? Mögen alle Echsen von einem langen und lohnbringenden Frieden im Volk gegen der Frostlinge profitieren? Ja, erstmal immer schön akzeptieren. Okay. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Statt ich eine Ramme baue, apropos Ramme bauen, das geht auch in den Städten, fällt mir gerade ein. Die muss ich natürlich hier erstmal installieren, ne? Genau, hier. Rambock. Okay, machen wir mal die Reihenfolge. Rambock. Reihenfolge dort. Und nochmal Rambock. Und fertig. Das ist dann näher dran. Das glaube ich ja nicht hier. So, 2 und 5. Das ergibt dann noch 7. Echt versucht, diese Viererstadt einzunehmen.
alle weg, die sind nach unten. Und die Orks, die sind woanders. Ach ja. Ich mache es so, ich werde dich hier wieder einfetzen, falls irgendwas ist. So, ich komme hier rum. Okay. Ach, hier ist noch eine Ramboke. Okay, produzieren wir zweimal Ramboken. Und, nee, Reihenfolge ist so. Geht natürlich aus Einkommen, aber weiter. Was ist mit dir hier? Level 1, Heinz. Könntest eigentlich... Ah, okay, hier nach unten gehen. Ich bin echt versucht, das zu machen. Dass ich denen den Krieg erkläre und dann hier die Viererstadt einnehme. So, erstmal speichern. So, das bin ich. Was kann ich denn machen? Wie kriege ich das noch mal hin? Und zwar mit den Elfen. Krieg. Status Frieden. Okay. Auch Frieden. Ich brauche hier Einkommen. So, habe ich gewählt. Wie kann ich denn jetzt Krieg erklären? Ah, hier. Mit Angriff drohen. Nee, dann haben die Vorbereitungen wieder hochzugehen. Moment, das mache ich in der nächsten Runde, oder? Habe ich hier noch viele... Ja, ich habe hier noch Einheiten. Die kommen dann alle mit. Ui, jetzt steht da mein Held ziemlich ungünstig, weil der Held da ist. Okay. Kommst du hier rum? Ja, wunderbar. Und jetzt greifen wir an, indem wir den Krieg erklären. Zack. So. Was? Shit! Ich muss ja rammen. Ich muss ja eine Ramme haben. Ich Blödkopf. Okay, habe ich mich wieder vertan. Wieder meine Dummheit. Ja, dann laden wir mal neu. Gut. Dann lassen wir es erstmal so. Ich habe doch hier noch etwas generiert, ne? Ja, genau richtig. Dann mal eine weitere Runde. Was ist passiert? Schamane produziert in der Richtung. Komm mal hier ins Schützenhäuschen rein. Rambo produziert. Ja, und den brauchen wir dann hier unten irgendwo, denke ich mal. Noch ein Rambo, genau richtig. Dann werden wir das so machen, dass wir mit allen anderen hier umgehen. Okay. Konzentrieren wir uns mal hier drauf. Die Stadt frei. Wo ist mein Vogel? Mein Vogel ist hier. Kann man nicht angreifen, ist klar. Alles noch schöne Ressourcen, die hier frei sind. Ah, es geht doch nach unten. Okay. Es gibt doch Höhlen. Ach ja, hier unten. Da haben wir noch nichts untersucht. Okay, wie sieht es hier mit aus? Ja, da sollten wir weitergehen. Wer kann denn noch was?
was machen. Ja, ist klar. Gut. 5 von denen, die lassen wir hier stehen. Nicht genug Kohle, logisch. Ich muss ja was angreifen, damit ich überhaupt was verdienen kann. Was ist denn jetzt passiert? Wer hat denn hier wessen Mine eingenommen? Mann, oh Mann, oh Mann. Gegenmittel, Elite, Schlamm, heilige Wälder, vielleicht mal heilige Wälder kreieren. So, wer hat denn hier was eingenommen? Ach, der hier war's. Das gibt's doch nicht. Dann werden wir Folgendes machen. Werden wir mal hier die Mine beschützen. So, dann haben wir auch wieder hier ein bisschen mehr Einkommen. Und du nervst. Oh, das ist auch noch ein... Ach, das ist dieser Sechser, Heinz. Der meine Truppen kaputt gemacht hat. Wo will der jetzt was einnehmen? Der wird garantiert hier drauf zugehen. Harg, das ist doof. Ja. Muss ich wieder umdisponieren? Nicht genug. So. Schließt du dich mal hier an. Und, machen wir hier mit. In die Höhle fliegt, macht nicht so viel Sinn. Hier sind noch mehr Elfen. Sind das überhaupt Elfen oder Halblinge? Nee, das sind Zwerge. Warum komme ich immer auf Elfen? Wahrscheinlich wegen der grünen Farbe. Ja. So, derjenige, der mir meine Mine eingenommen hat, der wird jetzt auch gleich von mir attackiert werden. Der hier. Die haben wir erstmal gesichert. Was ist hier unten los? Kommen wir eh nicht rum. Bleiben wir erstmal hier. Produziert worden. Verdammt gut. Den lassen wir auch mal da stehen. Schaman ist auch immer gut. Ändern wir noch ein bisschen was. Bogenschütze. So, wo ist denn jetzt mein anderer Held hier da oben? So. Das Ding wird gesichert. Dann traut er sich hier nämlich nicht mehr hin. Wagen. Ich wage es jetzt. Ne, Moment, ich muss erst mal gucken, wie die anderen verteilt sind. Hier ist nämlich auch noch einer verteilt. So, Zwergberserker. Also die Zwerge sind du. Ach, Elfen. Das sind auch Elfen. Das sind auch in Grün. Das ist aber jetzt echt schlecht ausgewählt, liebe Leute. Und das hat der Computer so gemacht. So. Das sind Zwerge. Okay. Dann seid ihr auch. Genau, das sind dann auch die Zwerge. Okay, dann machen wir Folgendes. Wo sind denn hier die Zwerge? Elfen, Hexen. Hä? Check ich nicht. Hm.
Naja, machen wir weiter, mal gucken, was passiert. Das war ja wieder clever. Okay, Wolfgar schafft ein Level. Was wollen wir ihm denn als mehr Fähigkeiten geben? 10 Punkte haben wir. Widerstand, Treffer, Witzig 32. Auf jeden Fall mehr Schaden. So, aktuelle Fähigkeiten und Aufwertungen. Zauber 3, Vision 1 hätte ich auch nehmen können. Doch, ich mache Vision 1. Da kann ich besser gucken. Okay. Schießkunst, Mauerbezwingung. Natürlich, dann brauche ich keinen Rambock, dann kann der das machen. Okay, fertig. So. Ja. Wurde einfach hier ganz dreisterweise von den Zwergen hier mal eingenommen. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich habe mal... ich werde den Teleporter vernichten. Geht das nicht? Ihre Kräfte reichen nicht aus. Alles klar. Reicht nicht aus. Das muss wohl nur der Held machen. Das kann doch wohl nur der Held machen. Okay, so. Du hast dich gar nicht bewegt. So, schon geht's dir an den Kragen. Gucken. Aber ich glaube, ich werde den ganzen mal hier ein bisschen... Ne, ich lasse ihn da stehen. Weiter geht's. In der Forschung. Fruchtbar machen, ja, hier ist ja nichts kaputt. Trennung. Versucht die globale Verzauberung eines Gegners aufzulösen. Ah, wie zum Beispiel die Pestilenzwolke. Verstehe. So, Schamane ist hier produziert. Bogenschütze ist hier produziert. Lassen wir da auch mal einige Wälder erforscht. Gut, wo ist denn jetzt der People hier? Der steht immer noch da. So. Zeit, dass wir mal den in die Zange nehmen. Das wird echt Zeit. Obwohl ein Level 1 gegen Level 6er. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. So, hier ist eine Gruppe und gegenüber muss da auch eine Gruppe sein, richtig. Natürlich blöd gewählt. Gehen wir mal hier rum. Geht das nicht? Nein, doch jetzt. Ich will nicht alle einzeln anklicken, damit, ne, ich muss erstmal eine Verlegung machen. Gucken wir mal. Bogenschütze an die Front. So. Ich setze mal ganz nach vorne hin. Dann nehmen wir dich. Du kannst auch noch ein bisschen rennen. Und dann wollen wir mal gucken, ob er hier schon uns wittert. Nee. Er nimmt natürlich die Schwachen, war ja klar. Ach, jetzt ist die Gruppe wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in A. In A, B oder C. Ah. Ja. Gucken. Oh, könnte klappen. Ist auch ein Bogenschütze.
trifft nix. Auch nix. Perfektor. Okay. Während er sich da mit meiner zweiten Gruppe begnügt, müssen wir wohl nachrücken hier oben. Holen, was noch geht. Ja, der kann auch noch. Der kann auch nicht mehr. Aber du kannst auch nicht mehr. Okay. Ja, du Schweinchen hier. Haust mir meine Leute kaputt. So. Also, gehen wir mal hier hin. Ein bisschen schwächen können. 26%. Oh, er hat ihn getroffen. Du hast schon geschossen. Das wird nix. Jetzt geht gleich der nächste bei mir in Dutt. Trotzdem erstmal reagieren. Rostlinge sind nicht so gut, ne? Nee. Wie sieht's denn eigentlich mit der Moral aus? Die ist gut. Bei den Frostlingen? Die ist hoch. Ja, okay. Weil ich ja meinen People da habe. Hiermit aus. Du kannst schwimmen und angreifen, kommst aber nicht an den ran. So, das ist der Wolfsreiter. Den lassen wir mal erstmal ein bisschen vorrücken. Mhm. Okay. Kommt da die ganze andere Patrouille hinterher. Gewappnet sind. Okay. Ja, okay. Kaputt, Nick. Oh, hätte ihn nochmal getroffen. Bogenschießen, das reicht nicht. Heißt, ich müsste noch zwei Einheiten nach vorne.
Was hast du denn hier für Werte? Gar nicht. Trotzdem hier hin. Und weiter geht's. Aber er ist ja schon gut vorgeschwächt, die Sache. Ja, jetzt ist er im Bereich, wo wir ihn treffen können. Perfekt. Oder auch nicht. So weit außen, aber... Ja, der hat ja schon geschossen. Ich glaube, ich hole ihn hier an. Na komm. Ja, jetzt muss ich gucken. Treffen wir mal ein bisschen hier. Oh. So, und mal gucken, ob wir den Helden hinschicken. Nee, das ist nicht gut. Den werde ich doch noch ein bisschen hier in die Ecke ziehen. So, kannst du noch... Ja, du bist nicht mehr... Jetzt muss er nach vorne gehen. Du kannst auch nicht mehr treffen, genau. Jetzt muss er nach vorne gehen. Aha. So bist du also drauf. Zu meinem Helden. Okay, wenn wir jetzt den hinteren Bogenschützen nehmen, hier anvisieren, 30-prozentige Chance, unseren eigenen Menschen zu treffen. Und hier, das ist zu hoch. 54%. Das könnte gehen. Was. Ach, ich wollte meinen Helden nehmen, dass der den fix macht. Dann gehen die Levels Experience Points auf meinen Helden. Ja, okay, das haben wir geschafft. Liebe Freunde, ich mach mal kurz eine Pause. Ich mal so ein Kaffeechen machen, ne?
So, jetzt habe ich meinen Kaffee gekocht, habe ihn hier schön auf meinen Tisch gesetzt. Gestellt, meine ich. Und jetzt... Ja, der ist gut geworden. So, was haben wir denn hier? Gefecht gewonnen. Genau, das war ja dieser Humpenheinz da. Wie sieht's denn hier unten aus? Die ist nicht befestigt, die Stadt. Das sind Zwerge. Die kann ich ja nicht angreifen. Trotzdem bleibe ich mal hier in der Nähe. Man kann ja nie wissen. Dann gucken wir mal, wo ist unser Vöselchen? Das ist hier oben. Mhm. Auch alles voller Zwerge. Dann mache ich mal voll... Oh, was haben wir denn hier? Hier ist was. Eine Monsterhöhle. Plünder den Schatz. Okay, ich mache folgendes. Ich werde mich mal hier positionieren, damit ich so einigermaßen was im Blick habe, was hier los ist. Gut. So, die Ramme muss hier in die Richtung. Logisch. Okay. Weiter geht's. Das ist ja alles hier in dem Besitz von den Echsen. Ach, von den Echsen? Nee, Elfen. Echsen, Elfen, Zwerge. So, hier muss ich aufpassen, dass ich mich hier ein bisschen verstärke. Gegen dieser Orks. Gut. Okay, noch ein bisschen weiter. Bleiben wir dabei. Wen haben wir denn hier? Oh, ein Schamane, das ist gut. Gehst mal zu ihm mit rein in die Truppe. Alles gut. Ja, ich glaube, ich mach mal weiter. Schon den ersten Drachen hier. Die sind so weit aufgewertet schon, die Leute hier, dass sie Drachen produzieren können. Mann, oh Mann. Aber das sind doch hier Froschreiter, Echsen. Okay, mit dem sind wir ja noch nicht im Krieg. Was ist denn noch passiert? Bogenschütze. Wäre es denn richtig, hier diese Viererstadt zu nehmen? Und Zwerge. Zwerge mag ich nicht. Tja, mein Einkommen ist ziemlich gering. Glaube ich. Nee, ich brauche ja noch die Ramboke. Oh Mann. Aber du kannst doch folgendes. Du kannst doch schon Mauern. Na. Du kannst doch schon Mauern bezwingen, oder nicht? Hier, da ist es. Gut. Trotzdem. Weitermachen. Und weiter geht's. Weitermachen. Also hier links unten, das gefällt mir gar nicht, was die hier machen. Ich bin hier auch noch mitten im Mang. Das Doofe ist, dieser Teleporter, der nervt mich. Okay, ich werde mal Folgendes machen. Ich gehe mal hier rum. Sollen sie doch machen, was sie wollen da unten. Also,
Jetzt mal hier in die Richtung. Kannst du mal ein bisschen besser machen. So, du bist ja schon vorgerückt. Weiter geht's. Stadt. Ja, transportiert die Gruppe eines Anwenders zu einer verbündeten Stadt. Das ist doch gut. Okay, jetzt produziert. Das ist gut, dann gehen wir mal hier hin. Ein bisschen mehr. Oh, schön. Bisschen weiter voraus. Echsen. Mann, oh Mann, Echsen. Ja, mit dem bin ich auch nicht im Krieg. Das ist gut. So. Mein Fokus liegt ja wohl hier eher mehr drauf. So, wem gehört dieser Knoten? Elfen. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir werden hier wieder ein bisschen in die Richtung hin. Die Küste unter Beobachtung halten. Was haben die denn jetzt hier kreiert? Ah, eine Fee. Das ist wahrscheinlich das Überteil. Weiter geht's. Du wirst mal woanders hin platziert. So, hier mal Bogenschützen. Holen wir einen raus. Machen hier die Gruppe groß. Und gehen dich da nochmal hier an. Jo, schauen wir mal. Ich will die Elfen nicht angreifen. Doch, ich mach's. Ich mach's jetzt. Ja. Jetzt wird's ulkig. Jetzt wird's echt ulkig. Praktisch. Wir haben ja ganz viele Gruppen. Hier oben haben wir eine Gruppe, da haben wir eine Gruppe. Und hier haben wir eine Gruppe. So, und wir haben eine Mauer drumherum. Ach, hier haben wir auch noch eine Gruppe. Und zwar mit diesem Rambock. Also, das Lustige ist, wir können sie erstmal hier ein bisschen hier vorbringen. So, wo ist unser Herold? Ist nicht hier, der ist. Moment mal. Dann ist das der Herold hier. Genau richtig, der Wulfgar. Okay. Also den Rambock ein bisschen von dem Eingang wegbringen, weil... Na? Ach, die sind ja schon bewegt. Ich muss die oberen hier nochmal nach oben bewegen. So. Thank you.
Ach, die Echse fliegt auch noch. Ihr könnt nicht mehr, Gott. Weiter geht's. Aha, die wollen also da erstmal durch. Hauer, hauer, die Echse. Nicht die Echse, hier die Fee, die Feenelfe. Die ist natürlich übelst. Was hat die denn? Zauberangriff auch noch. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Rostblitz. Hä? Ziehen noch nicht über die Dings rüber? Über die Mauer oder was? Du Zauber. Ein Splitter. Burgen. Keine Reichweite. Wo bist du? Nee, du hast noch nichts. So, wer blinkt denn hier noch weiter? Ach, hier. Die habe ich vergessen. Die Gruppe. Hier ist er ja. Nein. Immer mal hier in die Richtung. Bogenschützen können übrigens, wenn sie ganz nah an der Wand stehen, können die über die Mauer schießen. Okay, das war hier nix. Okay, die sind alle durch. Was hiermit? Ah. Die habe ich schon benutzt. Nee. Kann mal hier ein bisschen mehr in Sicherheit bringen. Okay. Weiter geht's. Wow. Mein Held hat was einstecken können und auch viel wieder austeilen. So, das sind natürlich die Elflinge, die... Heilkunst. Du bist erstmal geheilt. Bist du denn schon gut wie voll geheilt? Bist du. Okay. Kann ich denn eigentlich schon den Kettenblitz bewirken? Wunderbar. Ist bewirkt. Dann kannst du mal hier an die Mauer ran. Mauer. Na,
mal einen drunter. Dann gehen wir mal hier hin. Heim mir mal bitte den. Gut. Was ist mit der anderen Gruppe hier? Jetzt wollen wir mal über die... Ah, über die Mauer, aber 50% Hindernis. Aber beim Turm kommt er nicht hin. Doch. Perfekt. Also der hier, der ist der Anführer hier von den Elfen. Nee, Moment. Du bist Tomak. Und das ist noch einer. Ach, dann hat er den als verbündeten Herolden. Aha. Das ist ja wieder ein Ding. Okay. Ah, hier ist noch einer. Der könnte Bogenschießen, braucht's aber nicht. Hier hingehen und hier alle Bogenschützen und Fernkämpfer an die Mauern heranbringen. So, und da kann ich auch mit der Ramme mal ein bisschen weiter vorausgehen. Ja, dann bin ich gespannt, was passiert. Alles klar, irgendwer hat hier was gemacht. Er ist abgehauen, das ist Dull, den treffen wir nicht mehr, oder? Nee, der hat sich hinterm Haus versteckt. Dafür haben wir die Chance, dass wir ihn hier, ach, der kann nicht, wir ihn hier treffen. Geschossen. Aha. So, wer hat denn noch Reichweite? Oh. Gucken, ist das. Ja, das Haus im Weg. Mist, das Haus ist im Weg. Und hier ist auch ein Haus im Weg. Aber dann machen wir es anders. Wer weiß mal hier. Die mal eliminieren. Gucken, treffe ich den? 50% dichter. Oh, hat noch getroffen. So, dann pass mal auf. Klettern wir eben über die Mauer, ziehen den einen rüber. Batsch. Fertig. So, dann gehen wir hier hin. So, und hier hin. Und hier.
Mauer zermalmen. Geht das schon? Das geht schon. Einmal. Jep. Ich weiß, hier habe ich noch Leute an der Wand, aber das bringt ja nichts. Der hier wird hier irgendwie rausgehen. Das werden wir mal sehen, wie er das macht. Ne, er kommt wieder. Das ist ja doof. Nee, falsch. So, ihn hier auch noch mal nehmen. Der ist doch gleich fertig hier. Ja, der ist hin. Eldan ist besiegt worden. Am Tag 43 wurde das Reich der Elfen angeführt von Eldan besiegt. So, jetzt könnte ich natürlich... Moment, wer ist das denn? Ach, das ist hier noch ein... Neutraler ist das. Das ist Tomak, der Steinzerschmetterung. Mal gucken, vielleicht kann ich ihn ja irgendwie bewegen, uns... Ach so, mhm. Gut. Das ist jetzt doof. Das heißt, wir müssen den Tomak... Das ist nur Level 2. Komm. Direkter Angriff mit meinem Helden. Ich habe ja schließlich Mauerbezwingung. Oh, der will sich verpinkeln, ey. Aha. Ah, okay. Gucken, ist er schon in Reichweite? Ja, ist er. Das hat nie geklappt. Okay. Oh. Trauen wir uns was. Verbissimo ist das. Und Rundumangriff, ja toll, geht nicht, weil... Oh doch, ich könnte ihn treffen, das ist der Rundumangriff. Gucken wir mal. Nee, geht doch nicht. Nee, 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 nee. Komm, meine Bogenschützen werde ich doch mal in die Richtung... Das reicht nicht mehr aus. Jo, da habe ich natürlich noch eine Gruppe. Das ist gut. Gegen einen einzigen Typen, ne? So. Kannst nicht mehr, oder doch? Nee, der kann nicht mehr latschen. Ist er denn? Der greift keinen an und ich komme nicht hinter ihm her. Naja, dann müssen wir es halt eben so machen. Jetzt habe ich diese... Oh, hier sind noch welche. Das sind die Wildschweinreiter. Jetzt muss ich unbedingt hier rein zum Schutze. Habe ich denn noch irgendwie... Ja. Okay. So, mir passt nicht, aber du kannst hier noch rein. Genau. 14 geht hier einer noch zu nehmen.
Dafür ist das hier wieder neutral. Mein Held hat hier noch genug Reichweite. Mauerbezwingung. Fertig. Wer ist denn hier von denen noch hier gut zu Fuß? Ja. Ach, es gibt wieder Einkommen. So muss das sein. So. Ich könnte natürlich jetzt all die Installierten übernehmen. Aber es kann natürlich sein, dass die Stadt umkippt. Aber ich werde es so lassen, weil... Schaut einmal, was hier ist. Einhorn produzieren. Das ist schön. Ach, hier wird noch eine Fee produziert. Ja. Okay. Wären wir sowieso hier nur von denen, die fremden guten Sachen produzieren. Was ist das hier? Das ist eine Nymphe. Ja, nehmen wir noch einen Reiter hinterher. So. So, was haben wir hier? Das sind die Halblinge. Die werde ich umändern in... Ah, hier, was haben wir hier? Da haben wir einen Satyr. Oh, Mann, die Halblinge hier. Nee, ich werde es anders machen. Nein. Ich werde Folgendes machen. Ich werde das Ganze umsiedeln. Kann jemand noch da oben hin? Du könntest dahin schaffen. So. Das ist Einkommen, wie es gefällt. Hey, diese Pestilenzwolke, doof. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich mal hier ein bisschen hinbewege. Ja. Weiter geht's. Richtig, hier runter. Hey, wie cool ist das denn? So einfach ist das, aber doch nicht so, weil ich brauche hier unbedingt noch irgendwas zum Rambocken. Gucken, kann man hier Rambock zu produzieren in der Nähe. Doch, geht. Okay. Löschen wir das und da produzieren Rambocke. Positionieren uns da schon mal hin. Das ist gut. So, wer kommt denn hier? Was will du denn hier? Halblinge, haben wir denn überhaupt Krieg mit den Halblingen? Ja, haben wir. Okay. Die sind ja eh neutral. Gucken wir mal. Wunderbar. Hat geklappt. Dann gehen wir hier wieder rum. Das war jetzt die automatische Version. Wenn ich mir denke, oh, das könntest du leicht gewinnen, dann klappt das auch. Gut. Wer kann denn von euch da oben hin? Keiner. Das könnte gehen. Nicht ganz. Nee, lass wir mal rankommen. Mal gucken, was passiert. Das ist ja klasse. War ja von den Gegnern noch eine Elfe, eine Fee in Produktion war, ist jetzt, gehört sie jetzt zu mir. Moral ist okay.
Was kann die überhaupt alles? Muss mal nachgucken. Angriff, Flieht, Verbergen, Zauberangriff. Wow. Die sollte eigentlich zu meinem Herold hin, finde ich. Ne? Achso, das ist schon ein Achtertrupp. Ja, auch nicht schlimm. So, da sind reine Bogenschützen. Ich glaube, das mache ich mit denen, mit der Truppe. Komm ich hier bis zu denen hin? Nein, nicht ganz. Dann machen wir das so. Gehen wir mal nach vorne. Und holen dann hier noch einen raus. Setzen den hier rein. Geschützt. Ist immer noch besetzt. Aber hier. Ja, die Ramboke ist fertig. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wem bringt er denn alles mit? Eine Baumaschine dabei gehabt. Die geht natürlich als erstes weg, ist klar. Okay, jetzt bin ich dran. Schauen wir mal. Die wollen nach vorne. Was haben wir hier? Bogenschütze. Haben wir hier auch einen Bogenschützen? Werden wir erstmal hier in diese. Nein! Oh, ich Doofkopf. Erstmal hier in diese Linie bringen. Ja nicht mehr. Okay, gucken wir mal. Er konnte noch zuschlagen. Okay. Du Wildschweinreiter willst es ja nicht anders. Mal gucken, ob ich. Ah, klappt. So. So. Wo ist denn einer, der eine Ausbildung hat? Ach, das bist du. Okay. Ha. Dann sollst du den auch erschießen. So, jetzt kommen die nächsten dran. Derjenige, der die größte Reichweite hat. Ah, nicht getroffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okidoki. Irgendeiner blinkt doch noch hier. Du bist das. Mal treffe ich denn den mit dazu? Nee. Okay. Gut. Nächster Zug. Die können ich so weit vor. Die wollen alle auf meinen ausgezeichneten Bogen schützen. Alle auf ihn hier. Ist natürlich echt blöd. Ich habe hier keinen Heiler dabei. Dann gucken wir mal. Wenn ich hier. Na, wen treffe ich denn hier zu 54%? Auskommen.
30% Rest. Okay, der ist weg. Das ist mir zu hoch. 84%. Und hier. Hit. Getroffen. Das kann passieren. So, hier noch was. Der kann auch noch einen Bogen schießen. So, sonst blinkt nichts mehr. Weitermachen. Nächste Runde. Er will wieder zu dem hin. Ich fasse es nicht. Auszeichnung. Moment mal, nehme ich am besten den goldenen. Reicht das denn noch bis zu dem hier hin? Reicht sogar. Perfekt. Desto höher die Auszeichnung, umso besser. Dann die Trefferquote und der Schaden. Kleine Pause, liebe Freunde. So, weiter geht's wieder. Mal nur kurz weg. Mal nach der Post geguckt. So, was haben wir denn hier noch? Ach, das ist ja die Baugeschichte da. Ganz einfach, dann werden wir die drei auswählen und das Bauteil hier automatisch kämpfen lassen. Perfekt. Hat ja geklappt. Zurück in die Truppegruppe und wieder in den Schutz rein. So, Gefecht gewonnen. Wie sieht's denn weiterhin aus? Hier ist noch was Neutrales. Ah ja, hier. Mhm. Das heißt, ich habe noch einen. Warte mal. Shit.
Folgendes. Geht's weiter hiermit? Und positionieren wir hier uns drum. So. Hopp. Nein, du kannst ja nicht mehr. Was haben wir denn hier für eine Truppe? Bogenschützen. Hier auch Bogenschützen. Aha, dann holen wir dich mal raus. Dann machen wir hier eine Elite-Bogenschütze-Truppe. Haben wir ja schon zwei hier drin. Das ist unser Boschinger. Er geht hier in die Elite-Truppe rein. So. Und hier, Schamanskis. Na, pass auf, dann machen wir das so. Holen wir einen raus. Dafür ein Schaman hier wieder zu unserer Truppe rein, damit wir heilen können. Gut. Die Triboke, die ist noch nicht so weit, dass sie da rankommt. So, was mich jetzt ein bisschen nervt, sind die hier. Zu nehmen, sofern man sie installiert hat. Okay, auf wie geht's weiter? Immer diese Überraschung, Leute. Rostling-Bogenschütze produziert hier. Ja. Einhorn produziert in Jawoll, ja. Ist er denn in meiner Edeltruppe? Nein, ist er nicht. Du sollst nämlich hier rein. Dann pass mal auf. Dann nehmen wir mal meine Elf, meine Fee hier rein. Und Einhorn, gehst du auch hier bei meinem Helden? Haben wir hier? Oh, schön. Schöne Elite-Bogenschütze-Truppe. Noch eine Runde, dann wird's umgesiedelt. So, und du gehst mal hier hin. Beschützt die Windmolen. Gut. Jetzt muss ich mal gucken. Kommst du hier rein? Genau. So, jetzt könnte ich das Ganze hier einnehmen. Hier, das Ding nervt. Jetzt Feuergruppe. Okay, hier auch mal in die Richtung. Soll ich schon mal vorschwächen oder was? Was haben wir denn hier für Fähigkeiten bei dem? Zauber 1 Angriff Feuerschutz gehen. Ja, tolle Frisur hat er hier. Okay, das werde ich nämlich machen. Ich werde versuchen, mit meinem Fünfer-Trupp da mal ihn ja, zu schwächen. Obwohl, der könnte mit reinkommen. Was sind denn das? Das sind ja neutrale Elfenaufklärer. Moment. Und du bist? Una der Seltsame. Moralarm. Okay. Pass mal auf, dann werden wir ihn hier mal taktisch angreifen. So, das sind meine Wolfsreiter. Und das ist ein Pikemann. Mach mal Folgendes. Gucken, was der für eine Reichweite hat. Wenn ich dann schon erkennen kann. Denn wenn er hier zum Beispiel Zauber hat, dann wird er dann Hallöchen. Genneken 535.
Welchen Age of Wonders Teil hast du bisher am meisten gespielt? Gut, dass du die Frage stellst, und zwar tatsächlich diesen hier. Das ist der erste Teil. Den zweiten Teil habe ich auch, aber den fand ich doch noch ein bisschen zu bunt und viel zu. Da gab es viel zu viel Geplänkel, meine Meinung nach. Und deswegen, ich habe es wieder ausgegraben hier und habe mir gedacht, mach's mal lauffähig. Ich habe das mal gesuchtet vor zig Jahren. Okay, gucken wir mal. Der hier kann noch nichts. Dann gehen wir noch mal ein bisschen hier vorne hin. Und so. Ja, jetzt kommt er. Jetzt hat er irgendwas, was. Aha. Dann machen wir das so. Positionieren wir uns hier hin. Nee. Weit weg wollte ich nicht. So, dann komm. Dann gehst du hier hin. Und hier hin. Ja, doch, das geht. Man kann mehrere. Mit der Dragbox, richtig. So, wen nehmen wir denn als erstes? Gut, dann machen wir erstmal hier einen Angriff. Der Seite, dann mit dem Pikemann hier. Na also, hat doch geklappt. Ja, Kenneken, ich habe diese Original-CD und da ist noch ein dicker Wälzer dabei, also eine richtig dicke Bedienungsanleitung aus Papier. Und das macht natürlich die Sache auch ein bisschen einfacher. Man kann die natürlich auch aus dem Internet runterladen, so schlimm ist das nicht. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir die Runde überstehen, damit sich alle wieder erholen. Ja, jetzt kommt hier das Gerät, der Gerät. Dann müssen wir hier mal gucken, wie wir hinkommen. Da sind ja eh nur zwei Peoples hier. Können wir eigentlich alle auf automatisch gehen? So. So, gucken wir uns das mal an. Oder? Nee, pass mal auf, machen wir es anders. Wir gehen auf taktisch und dann gehen wir auf automatisch. Dann können wir nämlich die ganze Szenerie hier noch sehen. So. Exakt. Kenneken Nostalgie pur. Und ich bin ja auch etwas älteren Semesters und mag auch sehr gerne solche alten Spiele spielen. Weil sie haben da so eine schöne Ausstrahlung, so eine ganz eigene Atmosphäre. Ist ja auch mal was anderes. Na, also wenn du, also wenn das jetzt auf automatisch laufen lässt, so und einfach nur dabei zuguckst, hat auch was. So, jetzt kommt die Rambuke. Und zwei, ja klar. Tja, das schaffen die nicht. Die sind da zu zweit. Geht nicht. Das ist immer interessant zu gucken, wie der Computer das so macht. Man kann das Spiel auch mit mehreren Leuten spielen, aber ich habe ganz früher, Gott, das war noch in den Anfang der 2000er, noch mit einem Kumpel gespielt. Da haben wir noch eine LAN-Party gemacht, also bei ihm zu Hause. Jeder hat seine schweren Rechner mitgenommen und noch so einen schweren Monitor. Und dann haben wir dieses Spiel gezockt. Aua. Laut. So, weitermachen. Ja, so läuft's. Oh. Fertig. Perfekt.
Dann haben wir das Vieh eingenommen. Werden wir mal auch zu Frostlingen umsiedeln. Dann ist das gut. Die Truppe ist klasse. Ich irgendwo, ja, habe ich. Gehen wir mal hier rüber. Wir werden auf jeden Fall schon mal jemanden heilen. Heilkunst verwenden. Ja, will ich. Wie war das nochmal? Hier drauf klicken? Nein. Hier drauf. Sind doch die gleichen. Nein. Nö, geht irgendwie nicht. Weil ich ja noch in der Runde bin. Logisch. Das muss man auch noch wissen. Beziehungsweise noch im Hinterkopf haben. Okay, dann wären wir jetzt mit dem Part fertig. So, du bist noch in der Umsiedlungsphase. Genau. Hier haben wir noch was Neutrales. Okay. Dann. Die haben wir schon nachgezogen. Okay, weiter. Wow. Ein Frosch als Reittier. Warum hat man das nicht in Age of Wonders 2-3? Sieht da klasse aus. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich immer gerne den ersten Teil spiele. So, Shari schaffte Level 1, schaffte ersten Level. Okay, für Level 2. Dann gucken wir mal. Ist eigentlich ganz gut ausgestattet, was das hier angeht. Ganz wichtig sind immer die... Zum Beispiel als allererstes mal die Parade. Kostet 5, auf jeden Fall. So, Rundumangriff. Ja, habe ich mit meinem Computerkumpel immer gemacht. Rundumangriff, hat immer gesagt, immer Parade, Rundumangriff und dann stürmen. Ja, Rundumangriff machen wir so. Okay, erforscht Stator. Weiter forschen. Ken, was nimmst du denn immer als erst... Oh, hier, Anti-Zauberhülle. Beforschung, was nimmst du denn zuerst als Forschung? Wenn du jetzt die Himmel- und Wassersphären hast. Sein. Ach, du hast den ersten Teil nicht gespielt, okay. So, das ist der Adler, den ich gerufen habe. Gehört auch zur Magie. Da kann ich dir ja noch mal ein bisschen kurz gucken. Hauptkraftverteilung. Guck, was haben wir denn hier? Okay, Mana plus 5. Vorschung ist auf 59, damit man schnell... was erforschen kann, dann das hier, was gerade eben hier erforscht wird, dann gucke ich mal. Herbeigerufen, großen Adler, den haben wir hier gerade. Da kann ich halt eben mehrere Sachen hier herbeirufen. Dann globaler Zauber und Kraftknoten, die ich hier alle eingenommen habe. Mit der ganzen Menge an was an Einkommen von Mana ist. Gut, jetzt haben wir den auch eingenommen, den Kraftknoten. Hier ist was Neutrales. Kannst du den da noch rüberfliegen? Hast du noch Sicht? Nein. Yep. Jetzt haben wir hier eine Monsterhöhle. Das mache ich immer irgendwie nicht. Monsterhöhlen und Grufte und Verliese. Hier zum Beispiel, da ist nämlich noch eine Gruft. Und hier ganz in der Nähe, wo ich angefangen habe. Hier, da. Ein Verlies, genau richtig. Da müsste ich dann irgendwann mal reinkommen. Aber der Herr, na gut, okay, das ist ja genau richtig. Das ist dieser Froschreiter. Der gehört zu den Echsen. Ja Gott, ne?
Kann man im ersten schon das Gelände verändern, also vereisen in deinem Fall? Ja, das geht. Also du kannst zum Beispiel so eine Schleppe der Verwüstung hinterherziehen als Held, du kannst Pestilenzwolken kreieren, du kannst Wälder vernichten, also man kann Flächen sozusagen verändern, das geht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo fokussiere ich mich jetzt am besten? Am besten fokussiere ich mich hier nochmal hin. Jetzt schaue ich mal, der kommt nicht weit mit. Zwerge. Ja, die sind noch nicht ganz geheilt und da muss ich noch ein paar Runden warten, bis das aufgeht. Und schon mal, da bin ich nämlich nicht in der Gegend. So, dann lasse ich es mal. Wie viel Kohle habe ich? Nee, geht noch nicht für eine Galeone. Okay. Gut. Dann machen wir eine neue Runde. Naja, und der Held hat natürlich auch noch die Möglichkeit, Wasser zu gefrieren zu lassen, damit er halt eben für ein paar Runden über, zum Beispiel über den Fluss kommt oder so. Das geht alles. So, schauen wir mal hier. Oh, das ist auch neutral. Ah, das ist natürlich cool. Perfekt. So, mein Herold. Wo steckst du? Ach, du steckst da drüben. Aha. Würde ich mal sagen, dass wir uns da mal hier auf die Hirsch machen. Was hast du denn hier noch genommen? Ich will keine Ramboke. Du hast ja Mauerbezwingung. Okay. Nee, jetzt habe ich die Ramboke statt. Das kann passieren. Okay, dafür gucken wir, haben wir ja noch hier einen Elite-Menschen. Oder Elite-Frostlinge. Ja, hier. Dann gehst du bitte hier zu ihm hier hinein. So. Darüber. Jetzt müsste das klappen, dass du hier reinkommst. So, 7 gegen 4. Und greifen wir an. Taktisch erstmal. Ja, die sind noch nicht ganz geheilt. Ah ja. Meine, auf die kleine Gruppe kann ich eh verzichten, also machen wir es mal wieder automatisch. Genießen wir den Kampf. Hätte ich das nicht machen können. So, dann haben wir das hier auch eingenommen. Das sind die Gobos. Gobos mag ich nicht. So, Seelen. Ach, Moment. Ja, nee, nee. Das geht ja nicht. In der Reihenfolge, dass man gleich Befestigen machen kann. Das geht noch nicht. So, da oben geht's also in die Richtung. Mit unseren Leuten. Nachher. In der nächsten Runde. Verzauberte Straßen. So, Wolfgur schaffte noch ein Level. Gucken wir mal. Angriff 444. Mhm. Schießkunst. Vision 2 sollte man wohl machen. Kann ich besser gucken. Was gibt's denn noch? Hast du hier noch eventuell? Nee. Dann werden wir hier mal wieder ein bisschen was ändern. Und Savarico. Was wollen wir nehmen?
mehr Schaden. Die geht nicht. Braucht ja 12. Hier braucht es immer 10 für. Aber ich kann auch einen Widerstand nehmen. Trefferquote kann ich ändern. Geht auch. Okay. Fertig. Gut. Da sind ja nur 3 Leute. Und ich kann mal wieder hier zurücktun. Noch ist es ruhig. Noch läuft's ruhig. Genau. Wenn wir den Vogel mal hier in die Nähe stellen, aber noch nicht hier aus Grün. Ja, weitermachen. Sind uns einig, dass ihr unserer Unterstützung würdig seid. Jetzt muss ich erstmal gucken. Erstmal akzeptieren wir das Ganze mal. Bleibt hierbei trotzdem neutral, das ist gut. Also erstmal Ruhe machen und dann immer böse von hinten durch die Brust ins Auge. Ist natürlich eine fiese Taktik, aber was willst du machen bei so einem Spiel? Ist ja nur ein Spiel. Ach, schaut mal. Jetzt habe ich mir den Echsen Frieden und ich kann hier natürlich überall gucken, wo sie sich aufhalten. Perfekt. Schön. Ah, die haben auch schon Drachenreiter. Ich fasse es ja nicht. Gut. So, dann seid ihr auch Echsen. Grüner Drache, Moral okay. Nur grüner Drachen. So, Echsen. Mann. Also kann ich da nicht hin. So. Ah, Mist. Ist mir das hier weggekommen. Nicht Dummkopf. Na egal. Holen wir später rein. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Stadt hier nicht so in Gefahr ist. Acht schaut einmal, guck, das ist ein Echsen. Dürfte Echse sein. Wo steht denn das? Fähigkeiten? Drachenschiff. Oh. Mir egal, wie viel Kohle haben wir, das geht. Jetzt werden wir erstmal hier die installierte Galeone produzieren. Perfekt. Jetzt habe ich nicht geguckt, auf wie viel Runden das ist. Wie viel? 8? Boah. Ja, ist ein teures Teil. Das braucht. Riesig und teuer. Okay, hier haben wir alles aufgebraucht. Genau. Ja, obwohl. Machen wir das mal so. Probieren mal aus. Nee. Kommt nicht hin. Schade. Naja, in der nächsten Runde. Jo, macht mal schön weiter da. Hopp, hopp. Ja, Ken, 535. Danke dir für den Follow. Ja, später vielleicht wieder vorbei. Vielleicht später. Später ist gut, auf jeden Fall. Ich bin aber noch ein bisschen da. So ist es nicht. Und ich habe mich auch entschieden, ich habe ja erst vor 3 Tagen hier angefangen, mich auch später für entschieden, dieses Spiel auf jeden Fall weiterzumachen. Vor allem der erste Teil. Okay,
Dann werden wir mal Folgendes machen. Können wir, ja, hier sind wir schon direkt dran. So, und jetzt könnten wir doch jetzt mal hier wieder schlachten. Da sind ja jetzt neutrale. So, hier siehst du, also das klappt nicht. Dann nimmst du irgendeinen Heinz raus und dann kannst du trotzdem angreifen und die ganze Gruppe kommt mit. So, schauen wir mal. Ach, ich lass mal. Wichtig ist, dass er hier uns kriegt. So, und gucken, wie weit die jetzt hier vorschreiten können. Ja, das geht aber, da kann man aber noch ein bisschen hier. Dropbox bzw. die Boxauswahl. Da kann man sich auch nicht immer drauf verlassen, weil im Grunde genommen immer noch ein paar. Ha, hier zum Beispiel. Na. Noch ein paar Schritte zu tun sind. Mal gucken. Kann denn das mein Einhorn heilen kann? Das ist schön. Gut. Mal gucken, ob die anderen schon agieren. Zauber ist gut. Jetzt nehmen wir denn mal, wie immer, den Kettenblitz. So, zack, zack. Moment mal, was bist denn du für einer? Und das ist ein Geistlicher. Aha. Fangen wir mal hinten an. So. Der ist nicht schwummerig, okay? Dem ist nicht schwummerig. Dürfte ich nicht mehr hier in die Reichweite kommen. Okay, das ist auch nichts. Das ist bloß ein Euler Pieke, Mann. Wichtig ist, dass wir den. Ach, kann man das auswählen? Nee. Dass wir den hier erstmal. Sehr schön. Ja, dann machen wir es folgendermaßen. Dann wirst du. Nee, der hat ja schon. Mist, Mist, Mist. Aber nächste Runde. Ja, manchmal vergesse ich das ein bisschen. Der hat versucht, mich einzuverstricken. Genau richtig. Aber das nicht mit mir. Klatsch. Perfekt. So, lassen wir das Einhorn mal hier. Okay, so ist es richtig. Komm nicht mehr rein. Dann dürfen wir diese Stadt hier auch mal ein bisschen als erstes mal befestigen. Nochmal zweimal. Und dann später umsiedeln, weil die haben ja nichts installiert. Gut. Hier ist alles ruhig. Gucken, habe ich hier schon umgesiedelt? Yep, hier wird umgesiedelt. Produzieren Waren. Ach da, hier habe ich noch nicht umgesiedelt. Echsen, Menschen? Doch, ich bin ja schon umgesiedelt. Mann, oh Mann. Bin ich blöd. Na, pass auf, wir machen anders. Wir machen es anders. Wir gehen erstmal hier und machen nochmal hier eine Mauer, dass ein bisschen besser ist. So viele Leute drumherum, man sieht da nichts. So, nur der Bergsteiger könnte hier in das Verlies. Da gibt es auch Waffen und sehr viele Artefakte. Was habe ich denn zum Beispiel hier oben in der Nähe? Da oben hier, da könnte ich hin. Mit meinem Fantasy-Herold.
Verbindet euch mit dem Volk der Oroaks. Gemeinsam werden wir all unsere. Ja, machen wir mal. Boah, was machen wir denn hier? Windlauf, Schockwelle. Zauber erforschen, Strudel. Hier, Zauberspruch abwehr. Auch gut. So, das ist umgezogen. Das heißt, befestigen und ja, nochmal eine Runde befestigen, auf jeden Fall. Dann sind sie widerstandsfähig. Aus dem Bogenschütze ist hier. So, die ist erforscht, Bündnis geschlossen. Aha. Interessant. Also doch mal hier Kurs auf das Verlies. Gut, ich habe keinen Schaman hier drin, das ist doof. Das ist jetzt dull. Habe ich hier noch einen? Nein, hier auch nicht. Hier. Okay. Werden wir mal in die Richtung schon mal gehen. Moment mal. Aufpassen machen, wenn hier nämlich keiner ist. Moment. Richtig. Ich bin ja noch nicht am Umsiedeln, also ist das erstmal egal, ob der Held da drin steht oder nicht. Befestigt. Noria ist befestigt. Gut. Ja, dann. Hier hin. Und du fliegst mal hier sicherheitshalber hier rein. Oh, Häuptling. Status stabil. Genau, das ist wichtig. Könnte ich denn hier nicht gebrauchen? Dich könnte ich nicht gebrauchen. Ach ja, ist auch ein Heiler. Warte mal, dann hole ich dich mal hier raus. Na, geht noch nicht. So, wollt ihr einen rauslösen? Und zwar ihn hier. Damit noch ein Schamane zusätzlich hier rein kann. Denn mein Einhorn kann ja auch heilen. Jetzt gehen wir mal rein. Besten Takt. Ui. Warte mal. Wie viel hast du denn in Reichweite? 32. Ah, okay. Müssen in die Richtung. Thank you.
noch dort Einhorn hier hin platziert. Und weiter geht's. Und was macht die Fee denn da? Wie ist denn eigentlich ihre Moral? Ja, die ist noch okay. Ist er dort hier ein Skorpion, ne? Giftimmunität, Giftangriff, Feuerschutz hat er. Ja, pass mal auf. Dann machen wir mal Folgendes. Wir werden unser Einhorn mal hier drauf. So. Was war das? Heilen geht ja nicht mehr. Jetzt geht's nochmal hier rum. Ah, sehr schön, ein Schatz. So muss das sein, ein Schatz. So, dann mal gucken, ob ich die herauskriege. Ja, kriegt zusammen raus. Aber nö, lass uns mal hier aufteilen. Das jetzt noch mal Doppelklick oder wie oder was? Hm. Bin ich ein bisschen überfragt. Wie war das noch mal? Hilf mir jemand! Jemand zufällig im Chat? Wäre cool. Naja. Wie krieg ich nochmal den Sack auf? Hier ist noch so ein Sack. Von hinten einen Popo. Geht gar nicht. Ach nee, ich kann mich erinnern. Ich bin der Meinung, dass... dass ich erstmal an die Schätze komme, wenn die Runde vorbei ist. Stimmt ja. So war das. Kannst du denn hier rüber fliegen über die anderen? Ne, die kann noch nicht. Heilkunst. Heile bitte mein Pferdchen. Perfekt. Jetzt mal hier rüber. So, mein Herold kann noch. Kleinen Schritt nach vorne. Ich sehe es nicht. Deswegen soll er auch Vision 2 kriegen. Ha 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 ha. Das für ein Gerät. Todesglubsch. Todesglubsch. Auch schön. Ja, wollen wir denn gegen den Todesglubsch denn mal
unten mal umtreten. Ne, geht ja nicht. Hä, hä. Gut, dann werden wir unseren Held doch mal ein bisschen hier schützen. Okay, mal gucken, was der Todesglubsch noch so macht. Ah, der kam nur nach vorne. Okay. Nehmen wir jetzt mal ein bisschen schwächen, den Todesglubsch. Gucken, triffst du deinen Kumpel? Nee. Getroffen. Hui, hui, hui. So, Frostblitze, ich werde bestimmt. Ja, das ist mir zu riskant. Da kann ich ja nur hier rüber. Hallo. Oh, der haut ab. Apropos abhauen, ich werde auch mal ganz kurz noch wohin gehen. So, da sind wir wieder. Warum ist der Glubsch abgehauen? Hat wieder keiner verstanden. Okay, lass mal die Fee mal wieder vorfliegen. Okay, was war das? Dann unser Einhorn. Da ist der glubschige Glubsch. Der glubschige Todesglubsch. Du kannst nicht mehr laufen, ne? Nee. Ah, erstmal hier noch den Medizinmann hinterher schicken. So. Aha. Könnte von da unten runter. Der zeigt mir sogar den Weg an. Obwohl ich das nicht sehe. Sehr komisch. Ja, dann mache ich das so. Dann nehme ich die. Die kommt von der anderen Seite. So, können die noch? Ja, ihr beiden könnt noch. Auch noch, okay. Gut. Nächste Stufe. Noch ein Skorpion. Ja, das macht unserem Helden nichts aus hier. Gefährlich. Der Held hat ja schon gebellt. Okay. Ja, das machen wir erstmal hier. Mal gucken, lassen wir unsere Fee mal hier. Haha. So, das sind die Schätze aus der Monsterhöhle, die in... Oh, ich habe den falschen Knopf gewählt. Sorry, Leute. Wenn man nicht auf den Monitor guckt.
Okay. Ja, ich habe das neu belegt hier. Aufsammeln. Jetzt haben wir es nämlich. Wir haben nämlich hier einen Schutz, einen Schirm. Wunderbar, klasse. Mal gucken, wie viel bringt er denn? Der Schirm. Oh, nur ein Punkt. Was haben wir denn hier für ein Teil? Passt. Gut. Hehe. Sehr schön. So, jetzt gehen wir mit der Gruppe wieder rüber. Dem Helden kommen wir nicht so weit, nur ein bisschen. Ah ja, okay. Auf jeden Fall wieder hier in die Richtung. Und du bist befestigt. Hier sind genug Leute drin. Hier will ich auch noch mal rein. Da müsste ich meine Truppe schnell verlegen können. Aber wie geht das? Ging das noch mal? Das wusste ich jetzt so nicht so schnell. Was Quatsch. So, Zauber 2, Zauber verwenden. Was kann ich denn machen? Ach ja, hier. An die Zauberhülle. Großen Truppe schnell verlegen. Runden 21. Teleportiert die Truppe des Zauberers an einem zufällig gewählten Ort. Zufall, da werde ich irgendwo hingeballert, wo ich nicht will. Nee. So geht das nicht. Das ist nur, wenn du so eine Notsituation hast, dann kannst du das anwenden. Gut. Okay. Wie sieht's eigentlich mit meinem Shape aus da oben? Vier Runden noch, okay. Wieder für Ereignisse. Oh, wieder befestigt. Okay. Genau, richtig. In richtig schön dick und fett. So, dann gehst du hier rüber nochmal. Mal gucken. Status stabil. Ändern. In Dunkels. Naja, dunkel helfen nicht. So. Wir bleiben bei den Frostlingen. Was Völker bezeugen, misstrauisch, Gelände, Moment, ändern. Fünf Runden. Status stabil, okay. Da muss man nämlich aufpassen, nicht, dass die plötzlich wieder nicht ummodeln. So. Ich habe da noch einen anderen Helden. Irgendwo war noch einer. Hier auch nicht. Hier unten, ja natürlich, hier unten. Der Froschreiter. Könnten wir eigentlich jetzt mal scouten gehen und zwar hier runter. Okay, das sind andere Leutchen. Das sich lohnt. Kommen wir nur über die Brücke rüber. Also das lohnt sich nicht, hier runter zu gehen. Bleiben wir erstmal hier. Hier sozusagen eine gute Truppe. Bergsteigen geht ja, hat ja keiner. Okay, weiter. Ja. Thank you.
befestigt. Ja, ich will jetzt noch. War eigentlich noch genug Möglichkeiten. Ja, was war jetzt? Ziehe ich mit meinem Held hier rüber. Hast du alles drin, was hier bremst? Ah. Bogenschützen. Oh. Status versklavt. Ja, okay. Okay, jetzt sind halt mehr Leute drin, dann kann nichts passieren. Die sind nämlich, oh Gott, versklavt. Wie ist das denn? So, auf jeden Fall gucke ich mal, ob ich meinen Adler hier rausholen kann. Wir sind jetzt der Status stabil. Mhm. So. Wessen Kraftknoten eingenommen. Okay, da bin ich ja nicht. Ich bin mit Ziel auf um das Ding hier. So, noch irgendwas nachzurücken. Du bist noch am Umsiedeln. Dauert noch ein bisschen. So, Hauptsache ich lasse meine Leute hier erstmal da. Jetzt umsiedle. Ich mach's mal. Denn ich will ja bis zum Oberguru kommen. Wobei ich mich frage, ich habe doch hier zum ersten Mal auch eine Viererstadt. Ah ja. Dann nehmen wir noch mal hier das. Ja, eine Folge, damit ich hier schon ein bisschen was habe. Nee, Moment. Muss mich erinnern, was war denn nochmal? Plündern? Niederbrennen? Befestigen ist klar. Auf. Ja, aufwerten, richtig. Aufwerten, dann werden hier die Felder nämlich auch belegt. Okay, aufwerten kostet 250. Geht. Schon sehr gut aufgewertet. Ich glaube, das mache ich auch. Da bin ich mal gespannt, was dann zum Schluss kommt. Okay. Kommt ja noch ein bisschen hier. Super.
aber ziemlich viel los hier unter den anderen Gegnern. Die sind alle gegenseitig. Obwohl da unten. Ah, jetzt wird es eigentlich nur uninteressant. Da ist meine Galeere. Sehr schön. Was kann die denn eigentlich alles? Ja, das durch 8 transportieren kann sie. 7 Einheiten. Da würde ich mal sagen, schließen wir erstmal. Lassen wir die erstmal hier. Und werden weiterhin die Richtung gehen. Na? Nachziehen, das ist gut. Zauberspruchabwehr hatten wir erforscht. Hier ist noch alles gut. Ja, weiter. Man kann bis zu 12 Parteien haben. Und das kann dauern, wenn die. Ich spiele jetzt hier mit 4 Parteien, aber es kann natürlich dauern, bis dann alle 12 durch sind. Und wir hier jede Menge Verbündete haben. Das wird ja alles gezeigt. Ach ja, müsste man halt eben Geduld mitbringen. Alter Besieger. Ja, das könnte ich auch noch machen, Mensch. Ich kann ja meinem Helden noch eine Waffe verzaubern. Fällt mir gerade so ein. Kann ich hier Held herbeirufen? Nee, kann ich nicht. Da bräuchte ich eine andere Sphäre für. Ja, jetzt haben wir eigentlich ungenommen die ganze Karte gesehen. Das ist ja der Vorteil. Da fällt mir noch was ein. Da ist ja noch ein Höhleneingang. Habe ich jetzt bis jetzt völlig ignoriert. Dann sollte ich mal was parallel zu machen. Okay. Der Höhleneingang war ja hier rechts oben irgendwo. Genau hier. Gucken wir mal. Wen nehmen wir denn hier? Irgendwer. Haben wir hier noch was? Hier haben wir noch einen Schaman. Den nehmen wir raus. Und Bogenschützen, das sind auch Bogenschützen. Ach, das ist ganz gut. Auch in der nächsten Runde kann ich rein.
Wer ist denn jetzt gerade da in die Höhle gegangen? Aha. Muss ich mir gleich mal genauer angucken. Wo die Verbündeten in die Höhle reingegangen sind. Los, mach hin. Oh ja, hast du wieder was. Moment mal, was ist mir eben noch eingefallen, was ich unbedingt bräuchte? Vision 3. Vision 3. Kunst des Baden, Grastarnung, Giftschutz, Angstanfall Bergsteigen. Ja, das wäre cool. Bogenschießen? Nee. Dafür habe ich Zauber. Drachen töten, Giftpfeile, Giftschutz, Grastarnung. Hellsehen. Hellsehen ist auch cool, aber ich möchte erstmal hier Vision 3 und Vision. Da kann ich besser gucken. Dann gucken wir mal, wer hier durch die Höhle durch ist. Ach, hier. Okay. Also hier schon. Da wollte ich ja hin. Das kann eng werden und gibt Gerangel. So. Bessere Vision. Gehen wir jetzt da oder da lang? Mal sagen, wir gehen jetzt hier lang. Tot. Ja. Nee, du kommst an den anderen nicht vorbei. Okay. Mehr geht nicht. Gut. Dann machen wir mal. Du, da kommt schon einer an. Was ist das für ein Heinz? Wer bist du denn hier? Ein Troll. Na, troll dich. Mit wem kann ich denn hier schon mal den Troll hier vorbelasten? Ich glaube, ich werde dich dann gleich mal hier. Ach, schade, schade, schade. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Mit mal bist du ein. Ist auch nur ein Bogenschütze. Ach, Mann. War ich wieder zu schnell. Ja, dann bleibt das alles da hängen. Heilkunst. Ja, das geht. Wunderbar. Noch einer hier. Das geht nicht. Ja, doch. Du kannst auch da aus der Ecke nichts machen, ne? 100%. Tolle Nummer. Bleiben wir da hängen, da. Okay. Der Held hat ihn doch noch niedergemacht. So ist gut. So ist recht. So, wenn da unten so einer ist, werde ich mal weiter gucken. Ziehen wir mal hier mit gleich. Geht das? Das geht. Ah, hier ist was. Da ist was. Ja, sogar noch ein bisschen. Aha. Okay, da ist wer. Gut. Kaputnik, so läuft's doch richtig gut. Ah, schade. Dauert noch ein bisschen. Thank you.
da bin ich mal gespannt, ob der uns schon gesehen hat. Da dieser, was ist das für ein Goblin-Speerschleuderer? Odetho, komm. Ach nee, kannst ja noch nicht, kannst ja noch nicht. Komme ich schon hier ran? Nicht ganz. Okay. Das war's schon. Okay, abrücken. Nee, geht nicht. Wir sind zu viel auf einmal ausgewählt. Hier mal vorschicken. Du kannst nicht mehr. So, wen schicken wir denn zum Scouten? Beziehungsweise kannst du geheilt werden? Richtig. Gar keine Vision, das ist dull. Oh, wir können denn noch? Er hat noch nicht. Du kannst noch. Nein, ich meine nicht. Nee, du kannst auch nicht. Mein Gott. Nachziehen bitte. Ich bin natürlich selber mir was eingebrockt, dem ich erstmal hier gar nicht viel erkennen kann. Nee, es nützt nichts, wenn ich mit meinen anderen Truppen nach vorne ziehe, weil ich nichts erkennen kann. Also erstmal die Fliege hier. Zu machen für unseren Herold, damit er was sieht. Aha. Oh oh. Ja, das ist nämlich, was ist, haben wir denn hier? Ein Goblin, auch wieder ein Speerschleuderer. Haben wir denn noch 8 Schritte? Geht nicht. Das ginge. Okay, mache ich so. Boah, ich dachte. Die trifft nicht. Das wäre übelst. Okay, wieder zurück. Ganze. Wo ist mein Herold? Der ist ja hier. Ich geh noch mal gucken. Ist ja noch einer da? Nein, ist nichts mehr. Gut. Kreuz vor mir. So. Kommt sie alle nach? Ja, das geht. Röllchen. Ist ja eigentlich ganz gut ausgerüstet. Nee. Da ist ja wieder wer. Okay. Kommt an den nicht vorbei. Bogenschießen.
sollte vorher gucken, Mensch. Ob ich denn überhaupt die Chance habe. Nee, das machen wir anders. Komm, kannst du hier hin? Wieso kannst du nicht mehr fliegen? Weil du im Weg stehst. Ich dachte, du fliegst drüber. Du Fee, du. Dankbar bieten die Gefangenen an, sich ihnen anzuschließen. Akzeptieren sie. Das ist cool. Wer sind das? Hühnerheiliger. Ach, das sind die Hühnen. Okay. Und du bist ein Geist, Marionette. Moral hoch. Ja, nicht gerne. Das ist cool. Jetzt haben wir drei Peoples dazu gekriegt. Wie geil ist das denn? Ja, ich würde mal sagen, 3 Stunden habe ich voll. Mehr wollte ich mir eigentlich auch nicht vornehmen. Und die zweite Runde Age of Wonders. Ich darf mich verabschieden an dieser Stelle. Danke, dass ihr geguckt habt, auch wenn ihr nur kurz reingeguckt habt. Ja, dann werde ich mich dann verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.